Das ist ein Thema, was man mit Kleinigkeiten extrem verbessern kann, wo die wenigsten drüber nachdenken. Und ich wurde mal wieder von einem oder von drei von euch erinnert, zeige ich später, um was das exakt geht. Und ich denke, unterschätze nicht, in dem Fall vielleicht, kurvenäußere Fußraste. Erstes Werkzeug dafür. Der Abstand von hier nach hier ist sehr interessant, denn die äußere Fußraste ist so entscheidend, nicht mit dem Ballen zu nutzen, sondern mit der Hacke. Das ist jetzt hier im Turnschuh ein bisschen schlecht, aber egal, ihr könnt euch vorstellen, beim Stiefel ist die Hacke, hier muss sie einhängen. Und nur wenn ich die hier einhänge, kann ich von hier nach hier oben Druck aufbauen. Und da ist natürlich auch entscheidend, wie weit der Abstand ist. Weil wenn die Fußraste zum Beispiel weiter hinten ist, dann wird der Weg meistens länger und der Winkel wird steiler. Somit kann ich nicht genug Druck auf die äußere Fußraste bringen. Ich habe ein umfassendes Video zum Thema Fußraste gemacht. Na klar, das meiste Gewicht ist auf der inneren Raste, aber das Einhängen, wie so ein Piratenhacken in die äußere Fußraste, ist entscheidend, um noch so das letzte i-Tüpfelchen an Gewicht in mein Motorrad zu hängen, in meine Fußrasten und vor allem in den Knieschluss. Und der ist so wichtig. Und wenn die Fußraste nicht richtig passt und wenn der Hacken nicht einhängt, dann passt auch der Knieschluss nicht. Und der ist mega entscheidend, um den Knieschluss, um das Einhaken natürlich optimal zu gestalten. Nutze mal ein Maßband und messe von deiner Hacke am besten mit dem Motorradstiefel an zum Knie und dann von der Fußraste zur oberen Kante des Tanks. Wenn du mit dem Knie über den Tank drüber stehst, ist es schlecht, und wenn du mit dem Knie nicht bis zur Kante kommst, ist es auch schlecht. Das heißt, es soll eigentlich exakt hier, wo diese Kante am Tank, die ist dafür vorgesehen, abschließen. Und wenn das nicht hundertprozentig übereinstimmt, dann könnte es sein, dass du deine Fußraste entweder zu weit hinten, zu weit vorne, zu weit oben oder zu weit unten hast. Das Ziel wäre, maximal Fläche, dieser Auflagefläche vom Tank für diesen Knieschluss zu nutzen. Also nicht eine halbe Fläche, nicht das Viertel, nicht ein Achtel, sondern maximal. Maximal Körperkontakt in diesem Bereich. Und das funktioniert nur, wenn du in dieser Hacke, in der Fußraste mit der Hacke einhängst und wenn du hier richtig Druck aufbauen kannst. Und dann hast du viel besseren Kontakt zum Motorrad. Und umso mehr kannst du oben rum locker sein. Dann kannst du dich oben rumbiegen und rumlehnen. Völlig egal, wenn du hier verankert bist mit zusätzlich dem Druck auf der äußeren Raste, wo dann dein Maximalgewicht liegt. Aber hier musst du dich einhängen. So, by the way, schau dir mal das Reifenfahrbild an. Das war wie ein Babypopo. Genauso soll es sein. Hier sieht man übrigens schön von dem Bridgestone 3LC die zwei verschiedenen Mischungen. Das hier Soft und hier Medium. Das sieht man hier extrem stark. Und der Reifen hat diesen Turn, wo ich da gefahren bin, richtig auf die Fresse bekommen. Und sieht so geil aus. Dann seht ihr mal, wie das Fahrwerk jetzt funktioniert. Ich wäre ja natürlich nicht ich, wenn ich keine Beispiele hätte. Aber ich habe natürlich auch Beispiele. Und sicher nicht. Geht vor. Alter, das darfst du nicht einatmen. Ich habe natürlich Beispiele, wie ich da erstens drauf gekommen bin. Und da sieht man das extrem gut. Nur so einfach zum Verständnis. Schau mal, hier der Rico. By the way, geniale Körperhaltung. Kommt richtig schön raus, ist extrem gut mit dem Oberkörper. Aber jetzt achte mal auf den äußeren Fuß. Der liegt auf der Raste einfach nur so auf. Das heißt, dem wäre es eigentlich fast egal, ob die Raste da wäre oder nicht. Er liegt einfach nur auf.
Vielleicht in dem Fall, wenn der Knieschluss passt, aber die Raste nicht wirklich Kontakt in deinen Hacken hat, versuch mal die Raste ein bisschen weiter nach oben zu setzen. Es kann sein, dass die Füße ein bisschen kürzer sind. Nur mal so als Tipp. By the way, danke Rico für deinen Brief, danke für deine Fotos. Hängt schon an der Wand. Der Robert ist eigentlich genau das Gleiche. Da ist der Knieschluss auch überhaupt nicht vorhanden. Siehst du das? Knieschluss ist fast nicht da und der Fuß liegt einfach nur so. Der ist exakt gleiches Phänomen. Versuch einfach da vielleicht ein bisschen mehr Knieschluss zu machen. Vielleicht rutschst du auch mit dem Arsch ein bisschen zu weit nach unten. Deswegen kommst du da vielleicht auch nicht mehr richtig hin. Weil dabei aber trotzdem auch schöne Haltung. Körper kommt schön neben das Motorrad. Kopf ist schön neben der Kanzel. Schaut sehr gut aus, schaut relativ entspannt aus dem Oberkörper, aber einfach so dieses kleine Etwas. Schau mal, beim Chris schaut es schwierig aus zu erkennen. Der hat natürlich eine coole, vorbildliche Körperhaltung im Oberkörper, schön ellbogentechnisch. Muss jetzt nicht unbedingt sein, empfehle ich auch nicht immer zu machen, aber ist gut. Aber hier sieht man auch, der Fuß steht ein bisschen weit weg nach oben und es könnte sein, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es könnte sein, dass er das gleiche Problem hat. Vor allem sagt er, dass er sich in den Linkskurven leichter tut als in den Rechtskurven. Was auch möglich ist, dass dieses Einhaken auf der einen Seite funktioniert, auf der anderen Seite nicht funktioniert. Deswegen Tipp, einfach mal nachmessen, Trockenübung. Ihr habt jetzt Zeit in der Garage, da könnt ihr euch 1-2 Stunden Zeit nehmen dafür. Vielleicht auch mal Fußrasten verstellen. Vielleicht geht es dann besser. Montur anziehen, Stiefel anziehen, Lederkombi anziehen. Und dann, wenn es wieder auf die Piste geht, einfach mal langsamer fahren und mit dem Kopf drüber nachdenken, Rechtskurve, aha, einhängen, Linkskurve, aha, da einhängen. Einfach drüber nachdenken. Ich denke, das ist ein absoluter Special-Tipp, da wo ganz wenige drüber nachdenken. So, Leidels, ich hoffe, ihr könnt jetzt ein bisschen Fußraste schrauben in der Zeit, wo ihr jetzt hier irgendwo rumgammelt. Ich mache das jetzt nämlich auch noch ein bisschen, beziehungsweise nicht Fußraste, sondern ich mache ein bisschen Moped sauber. Aber ihr könnt euch mal eure Fußrasten anschauen und mal messen. Viel Spaß beim Messen. Wenn euch das Video gefallen hat, gibt's gerne einen Daumen hoch. Wenn euch das Video gefallen hat, gibt's gerne einen Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, falls ihr mich noch nicht kennt. Ich freue mich, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin und ciao.